Wieder ein Hallo aus dem Tierheim und eine weitere Katze gesellt sich dazu. Und zwar Apraxas, so haben wir ihn getauft, denn der arme Kerl hat in seinem Leben noch nicht mal einen Namen bekommen. Er ist schon das fünfte Mal weitergereicht worden, er ist verschenkt worden von einem Arbeitskollegen an den Ehemann der Frau vor 3 Tagen und heute hier abgegeben worden mit der Aussage, ja, ich habe dafür keinen Platz und keine Zeit und ich möchte mich da nicht drum kümmern. Dieses arme Tier ist auch wieder eine sogenannte Scottish Fold, eine Qualzucht. Jetzt können wir es auf dem Video leider nicht sehen. Hinten die Beine sind schon sehr, sehr geschwollen. Wir haben ihn natürlich aufgenommen, obwohl wir so voll sind, weil wir einfach wussten, dass das Tier sonst irgendwo abgestellt wird. Er ist verschnupft, er hat schlechte Augen, er ist sehr, sehr dünn, ansonsten ein sehr lieber Kerl, unkastriert. Jetzt darf er erstmal bei uns ankommen und wird aufgepäppelt. Gerade wird sein Zimmerchen bzw. seine Box gerichtet, wo er erstmal reinkommt, groß, viel Platz mit Klo und Futter und allem, was er braucht. Aber hier konnten wir wieder auch nicht Nein sagen. Was hätten wir machen sollen? Und zu den 140 Katzen zählt sich jetzt noch eine dazu. Und ich frage mich wirklich, wieso werden Tiere so behandelt? Wieso werden sie als Gegenstände angesehen? Diese Leute, die heute hier waren, haben wortwörtlich gesagt, sie haben keinen Bock dafür, irgendwas zu bezahlen. Den Mixer geben sie im Mediamarkt ja auch zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Wir haben ihn jetzt so aufgenommen und tragen die Kosten natürlich selber, weil wir wollen, dass es dem Tier gut geht. Wir hoffen, dass er dann, wenn er in die Vermittlung geht, ganz, ganz schnell ein tolles für immer Zuhause findet. Kleiner Apraxas? Ja, du bist ein ganz, ganz süßer Kerl. Jetzt geht's erstmal in die Box und jetzt gibt's gleich erstmal Futter und Wasser.